Moin Freunde, was geht? Willkommen zurück. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Heute wieder in Polen, Krossen, heute ist Mittwoch, mit einer Kulisse in der City. Die Strecke ist ein bisschen in der City. Wird es in Deutschland nicht geben, weil dann kommt direkt, du hättest noch nicht mal dein Motorrad ausgeladen, da wären schon drei Polizisten da gestanden. Hier ist sowas möglich. Ist auch eine relativ neue Piste. Wurde mir von einem Kumpel empfohlen und die testen wir mal aus. Sieht ein bisschen nass aus. An manchen Stellen, aber ist halt Winter, ne? Ist halt so. Winter ist gleich eklig. Aber deswegen geht's ja in 2 Wochen nach Spanien. Schaut gut aus. Da ist ein bisschen nass. Oh, deine Schuhe. Aber da ist perfekt. Der Weg hin mit dem Auto war auch ein bisschen slippery, also. Das Auto ist ein bisschen gerutscht. Ob wir hier noch rauskommen oder nicht, bleibt dran, wir werden es dann sehen. Wenn nicht, Papa muss mal, zwei Stunden nach Polen fahren, von Oranienburg aus. Nee, ach, werden wir schon hinkriegen. Das ist ja ein Geländemonster. Wenn nicht, schiebst du einfach. Ja. Du schiebst hinten. Und ja. Genau. Und du sitzt schön auf dem Thron. Ist klar. In der Heizung, ja. Logisch. So, angezogen. Im geilen Lead-Dress. Und dann rippen wir jetzt mal die Gasgas hier um einen nassen Parcours. Es sieht an den Stellen aus, wo es hart ist. Sehr nass. Hey, Leute. 8, 6, 7. Digga, wer Bruder? Das hat keinen Sinn gemacht. An den harten Stellen ist nass, aber denke, sollte gehen. Es sind viele softe Stellen da. Ab auf die Piste, würde ich sagen. Ah, ich muss noch tanken. Scheiße, ich habe vergessen zu tanken. Ist das Auto schon zu? Nee, ne? Nee, doch nicht. Nee, ich glaube nicht. Mach mal auf! Anmachen, losfahren. Ich will heute mal versuchen, mit dem Zeigefinger zu bremsen. Bremse normalerweise immer mit dem Mittelfinger. Strecke ist ganz schön doll. Also ist sau anstrengend. Und es ist rutschig wie Schwein. Unten ist es noch drunter ein bisschen gefroren. Das merkt man richtig. Erstes Mal fahren haben wir, den ersten 20er. Ich hatte gerade ein bisschen Struggle mit dem, oder ich habe irgendwie im Moment noch ein bisschen Struggle mit dem Durchhang bei der Gasgas. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es fühlt sich an, als würde das von hinten immer ein bisschen schieben. Obwohl ich den gestern eingestellt habe, den Durchhang. Und der eigentlich
dürfte das nicht sein. Ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt mal noch die Gabel durchstecken. Abgesehen davon, dass ich das Fahrwerk auch ein bisschen zu weich hatte, muss ich die Gabel stecke ich jetzt mal durch und dann probiere ich das mal aus. Abfahrt! Abfahrt in den Matsch! Nice! Ich glaube gar nicht, wie Bock ich auf Spanien habe. Geile Tracks, obwohl der Track ist auch geil. Der ist auch wirklich geil, aber halt ein bisschen nass, ne? Wie es halt so ist im Winter, ne? Jetzt rein in die Edit, weil jetzt kommt ja immer die Edit, ihr wisst, wie es läuft. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Habe ich ausgebremst. Gleich erste Runde. Da vorne. Ja, das habe ich gesehen. Mega. Ah, Strecke ist jetzt aber gut. Macht Spaß. Fahrwerk ist auch besser. Die Kurve ist nicht so nice. Die fühlt sich unten drunter noch ein bisschen gefroren an. Fahrrad zurück. Gabel mal sauber machen unten. Jetzt so mit zweimal Matsch fahren. Ja. Kann man machen im Auto. Oder? Sind deine Stiefel eigentlich dreckig? Ey, hallo! Mach sie lieber runter, sonst machst du mir noch was dreckig. Hallo. Das ist der neue Trend. Du bist kein... Wenn ich die heute sauber mache, dann verstopfe die Dusche bestimmt. Du kannst sie ja dann sauber machen. Ja. Mal schauen. Nicht mal schauen. Was denkst du, wer du bist? Partisierung ist okay, ja klar. Übrigens, Freunde, was sollen sie machen? Liken? Meinst du liken? Video liken und kommentieren. Was wolltest du sagen? Bitte einmal das Handy hochkant drehen und dann auf Like drücken. Boop. Genau so. Oh ja. Zum Glück regnet es nicht. Aber es sieht. Es tröpfelt ein bisschen, glaube ich, oder? Denkst du, das ist gut für die Kamera? Solange es nicht stark regnet, oder? Weiß ich nicht. Willst du ausprobieren? Wenn jemand Ahnung davon hat, schreibt es in die Kommentare. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Nee. Na klar. Es tröpfelt ja nur. Du tröpfelst. So, jetzt gibt es erstmal gleich eine GoPro-Lab auf euren Nacken. Ja, Mann, das Ding ist echt geil, muss ich sagen.
Das gibt eine super Perspektive. Hätte ich nie gedacht, bei Amazon für 12 Euro. Also es war gut, dass jetzt vorbei ist. Ey, Strecke ist richtig geil. So geil zum Training fahren. Einmal hingefallen heute, zweimal ausgebremst. Ah, ist okay. Ist ja noch viel Zeit bis zum ersten Rennen. Aber ich habe mich heute gut dran gewöhnt, mit dem Zeigefinger zu bremsen. Ist tatsächlich ein bisschen besser. Habe ich ein bisschen mehr Gefühl drin. Aber ich muss definitiv die Armatur noch tauschen, weil der Hebel hier einfach zu Ende ist. Ich muss mehr hier bremsen, mehr hier anfassen. Muss ich die Armatur noch tauschen. Oh, oh, oh. So, ob wir jetzt hier rauskommen, für alle, die dran geblieben sind, werden es sehen. Da vorne wird es nämlich ganz schön. Da kam vorhin schon ein Auto und hat sich festgefahren. So ein Mercedes, so ein kleiner mit Frontantrieb. Oh, guck mal, die Enten. Weg da aus dem Weg, ich muss hier lang. Boah, Alter, die Räder drehen so durch. Oh, nee. Oh, oh weia. Oh, weia. Muss ja schon von vorne filmen. Oh, du wolltest sagen, ich Opfer? Oh Scheiße, oh Scheiße. Scheiße. Kann man hier auch lang? Ah nee, ah, ich riskiere es nicht, ich weiß nicht. Oh. Du musst doch mal Vollgas geben. Ja, das Auto riegelt ab, hier kannst du nicht Vollgas geben. Es schleicht hier. Oh nee, ey. Nächstes Mal fahren wir da noch. Oder wir fahren jetzt da hoch. Like in die Kommentare, wenn wir mal da hochfahren sollen. Das Auto. Nee, dann geht, glaube ich, mein Auto vor.